Hallo und herzlich willkommen. Wieder ein weiteres Video bei über das Spiel Xytho und wir sind auch schon mittendrin. Wir sind schon in Welt 3, glaube ich, und in Level 2 oder so. Also man sieht es am Hintergrund. Ist schön lila und rosa und ja. Wir kommen der Story auch schon ein bisschen näher. Es gibt übrigens jetzt auch schon Portale. Ups, es gibt auch schon Portale, durch die wir uns durch teleportieren können. Und das ist zum Teil nicht immer ein Vorteil. ja, also während ich spreche, habe ich das Spiel schon gespielt und moderiere jetzt praktisch nur, was ich gespielt habe, weil die Spielaufnahme mit OBS bei Xytho nicht funktioniert. Da habe ich bloß einen Schwarzbildschirm, also habe ich es einfach so aufgezeichnet und das Spiel ist optisch gesehen viel zu schön, als dass ich jetzt jetzt nur offline spiele und ja, möchte es gerne ein bisschen teilen, wenn es überhaupt, das war jetzt das, was ich gemeint habe mit nicht vorteilhaft, auch wenn es vielleicht kaum jemand sieht, ja, wenn es 5-6 Leute gucken. Ich habe ja schon mal erklärt, dass ich gerne Spiele aufzeichne, um sie ein bisschen, ja, der Nachwelt zu erhalten oder ach, wie auch immer. So, die Kapitel bzw. die Level und tschüss, die Level, wo jetzt der Aufzeichnung entkommen sind, also wo es hieß, Aufzeichnung nicht möglich, da hat unsere kleine blaue Zelle, oder was das auch immer ist, Xytho, plutsch, schon ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Also erstmal zusammengefasst, die Story ist anscheinend, wir sind im Kopf von jemandem, der anscheinend sein Gedächtnis verloren hat. Und diese kleinen blinkenden Dinger sind anscheinend so etwas wie Gedächtnisfragmente. In Informatik nennt man das Egramme. Autsch. Ich komme immer wieder an dieselbe Stelle. Und je mehr wir davon einsammeln, umso mehr erinnert sich unser Xytho oder was das auch immer ist. Das ist zum Teil... Na, schaff ich es jetzt? Ach komm schon. Mach einfach. Nee. Das ist, ja, irgendwie ziemlich putzig. Aber es ist manchmal auf so eine, runtergerollt, auf so eine komische Art putzig. Also es ist irgendwie so, yeah. Ah, jetzt hat's geklappt. Na, wo gehe ich jetzt damit hin? Es geht gar nicht, ne? werdet ihr aber auch gleich sehen, weil immer wird anscheinend random, eine Gedächtnis, also eine Denkblase eingeblendet, wo unser, knapp vorbei ist auch daneben, wo unser kleiner Freund, ich denke mal, das ist der Name, Xytho ist der Name, wie auch von dem Spiel, sich an immer wieder an ein bisschen mehr Dinge erinnert, indem er oder sie oder es, ich habe keine Ahnung, was das sein soll, sich Fragen stellt. Das sind zum Beispiel Portale, wenn man die mal benutzt hat, dann verschwinden sie. Bloß das Portal, das hat jetzt gar nichts gebracht, weil dann fällt man direkt da in diesen Virusstachel rein oder Stachelvirus oder was das sein soll. Ja, es ist ein Puzzle, so ein Puzzle-Rätselspiel, wo man aber die Level skippen kann. Also man muss nicht unbedingt alle Gedächtnisfragmente einsammeln, um ins nächste Level zu kommen, aber man muss das Level auch nicht schaffen, sondern man kann die Level tatsächlich skippen. Selber Fehler wieder. Die Level tatsächlich skippen. Und der Hintergrund, habe ich das Gefühl, wird auch immer deutlicher irgendwie. Also der ist jetzt, das sind jetzt, weiß ich, sind wir im Innern von meinem Körper, vom Gehirn oder wo sind wir eigentlich und was sind wir? Und das stellt sich unser kleiner Freund eben auch die Frage. Ja, da dieses Video wahrscheinlich nur 5-6 Leute sehen und vielleicht noch nicht mal Deutsch können, kann ich auch ruhig ein bisschen plaudern. Tja, knapp vorbei ist auch daneben, ja, wie im echten Leben. Wenn man einfach kein Glück hat oder wenn man nur ganz knapp... Ich sag immer,
wenn es dann heißt, so, ja, wenn man sich bemüht hat, dann ist es doch schon viel wert und Hauptsache, du hattest deinen Spaß dabei und bla bla bla, aber was nützt mir das, wenn ich keinen Erfolg habe? Ja. Also würde ein Profifußballer, würde der auch in seiner Freizeit einfach so zum Spaß Fußball spielen, während er sein Geld, sein karges Geld mit irgendetwas verdienen müsste, was er gar nicht gern macht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich will mich jetzt auch nicht mit dem... schon wieder vorbei. Ja, ich skippe jetzt das Level. Ja. Will mich jetzt nicht mit einem Profifußballer oder so vergleichen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es geht ja nicht um solche Dinge. Es geht ja grundsätzlich, was stellt man mit seinem Leben eigentlich noch an? Ich bin kein Freund von so Sätzen wie, ja, ich bin irgendwo angekommen. Meiner Meinung nach kommt man nie irgendwo an, weil man nicht weiß, mache ich in 10 Jahren eigentlich noch dasselbe jetzt so gern, was ich jetzt noch mache. Ganz langsam. Oder gibt es irgendwelche Umstände, die mich vielleicht dazu zwingen, mich zu verändern oder was anderes zu machen? Da gibt es ja ganz tragische Beispiele, wie zum Beispiel der, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber da gab es mal diesen Fall, diesem jungen Mann, der wobei, wo ist denn das Portal eigentlich? Ich schieb mich selber mal ein bisschen nach oben. Moment. Na? Da ist das Portal. Ich mach mich mal dahin. So. Oder da? Nee, ich bleib da unten. Komm. Pff, scheiß drauf. Der bei Wetten, dass diesen schrecklichen Unfall hatte. Und der hat auch sowas gesagt wie, ja, er ist angekommen. Also angekommen im Schauspielstudium. Also der hat ja, der wollte ja Schauspieler werden, da war ja auf der Schauspielschule. Und wenn man, ich weiß gar nicht, wie alt war der schon 20? Ich sag mal, er war 20, ich weiß jetzt nicht genau. Sagen wir mal, er war 20 und ist auf der Schauspielschule und spricht dann schon davon, angekommen zu sein, obwohl er noch gar nicht weiß, wie seine Ausbildung oder sein Studium abläuft, ob er das überhaupt schafft, ob er vielleicht jemanden kennenlernt, wo er dann sagt, nee, er will jetzt doch was anderes machen, das Leben sich ändert. Und das sind solche, also ich will das nicht schlecht reden, gell? Also das ist ja gut, wenn Leute Unterstützung kriegen und so weiter, aber das sind so junge Menschen oder Leute, die wo immer irgendwie gesagt kriegen, ja, du kannst das, du schaffst das und du machst alles, was du machst, ist so toll und so klasse und ey, du bist der Beste und immer der Beste im Sport und immer der Beste in der Schule und da der Beste und der Beliebteste und da. Und es ist klar, das sind dann Leute, die sagen, wenn sie 18, 19 sind, ja, ich bin angekommen, ja. Und dann, die rechnen nicht damit, dass ihnen etwas passieren könnte. Und dann ist eben dieser Unfall passiert. Ich will nicht sagen, um Gottes Willen, ich sage nicht, ja, das geschieht im Recht oder so. Nein, das nicht. Das darauf will ich nicht raus. Sondern mir geht es darum, man kann sich nie über irgendeine Sache sicher sein und sagen, ja, wenn ich das, und tschüss. Ich bin jetzt irgendwo angekommen oder das gibt es ja auch, dass sich Menschen sehr, sehr früh. Nee, das wollte ich damit sagen. Also dieser Unfall, das ist jetzt ein Negativbeispiel, ein tragisches Beispiel dafür, dass man auch ungeschafft. Ey, und ich habe alle Erinnerungen eingesammelt dabei. Nice. Die einem dazu zwingen, etwas anders zu machen. Ja. Das muss ja für den jungen Kerl ganz schrecklich gewesen sein, dass man, und auch natürlich für die Eltern oder man hat immer nur den Vater gesehen, aber für die Familie sag jetzt mal, dass man zu dem Zeitpunkt gar nicht weiß, ja um Gottes Willen, ist der jetzt gelähmt oder überlebt das überhaupt oder whatever. Also innerhalb von einer Sekunde kann sich alles ändern. Und deswegen dann immer so zu sagen, ja, ich bin angekommen. Das sind jetzt die Erinnerungen, wo mit der Zeit verschwinden. Das heißt, man muss sie einsammeln, solange sie da sind. Und ja, eine habe ich geschafft.
Und von einer auf der anderen Sekunde tritt ein Ereignis ein, wo dein komplettes Leben, also komplett verändert. Das erinnert mich an ein Zitat, Stephen King soll mal gesagt haben, wir rechnen nicht damit, dass wir jederzeit sterben könnten. Ja, gut, das ist auch nicht gesund, immer daran zu denken, ne? Das ist klar. Man soll ja leben und nicht an Tod denken oder so. Aber ich meine damit, so ein bisschen Demut vielleicht zu haben und zu sagen, ich bin offen dafür, dass sich auch Dinge ändern können, dass nicht alles in Stein gemeißelt ist. Und das ist das, was mich, ja, ich will nicht sagen nervt oder aufregt, aber was mir schon irgendwie auffällt, ist, dass es viele Menschen gibt, die sich sehr früh in sehr große Verantwortung das ging jetzt aber schnell, in sehr große Verantwortung bringen. Die sind 19, 20, ziehen mit ihrem Partner oder Partnerin in eine Wohnung, die Ausbildung ist vorbei und machen gleich, das ist jetzt da, wo die Viren sich vermehren. Ich glaube, das vermehrt sich, wenn ich mich bewege, oder? Blub, blub. Und gehen dann sehr früh in eine Verantwortung rein und ja, nun wissen noch gar nicht, was sie im Leben vielleicht wirklich wollen. Und das finde ich so, ja, das ist so das Zermürbende, dass man dann in einem Beruf oder in einer Lebenssituation steckt, aus der man dann nicht mehr rauskommt und einfach dann, ja, akzeptieren muss. Ja. Und deswegen, ich will nicht sagen, doch, es regt mich schon auf, bin ganz ehrlich, dass ich mich so Leute dann schon aufregen, die, ja, oh, die sind es gewohnt, dass immer alles klappt, dass immer alles funktioniert und die können dann mit dem Rückschlag überhaupt nicht umgehen, weil sie es eben so, ja, ich will nicht sagen gelernt haben, aber so erfahren haben, vielleicht schon als Kind. Waren immer die Dollsten, immer die Besten, sind für alles gelobt worden, hat immer alles geklappt, sind immer irgendwie in Schutz genommen worden, auch wenn sie mal Scheiße gebaut haben. Und das sind dann die kamen dann mit 18 gleich ein Auto und ja, ich will nicht sagen, dass das kein einzig, das war jetzt nicht im Sinne des Erfinders. Man kann aber diese Level auch wiederholen. Ich glaube, man kann im Nachhinein auch die Level, die einzelnen Level besuchen und Erinnerungs Punkte einsammeln. Und da vermehren sie sich auch. das geht nicht gut. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, und solche Leute sind meiner Meinung nach dann auch nicht gewohnt, auch mal einen Rückschlag zu erleben. Also, oder für etwas zu kämpfen. Ja, also ich glaube, man schätzt eine Sache erst wirklich, wenn man auch dafür wirklich gekämpft hat und das nicht einfach, ich will jetzt nicht sagen, Geschenk gekriegt hat, aber einem alles immer so, es gibt wirklich Leute, denen fällt es einfach in den Schoß. Ja, sind wir mal ehrlich. Da hat Papi vielleicht irgendeine gute Beziehung zum Verein oder zu irgendeinem Unternehmen. Das ist dann klar, dass der Sohnemann oder das Töchterchen die Lehrstelle kriegt und das ist dann auch klar, dass das mit der Wohnung klappt oder mit dem Haus oder whatever. Weil man halt die Leute kennt und so weiter und so fort. Und das ist auch alles sehr ehrenwert. Also das ist ja, ich gönne jedem alles, was er hat oder sie hat. Aber das sind meistens Leute, die wissen gar nicht, wie es ist, für etwas zu kämpfen, Rückschläge zu erleben. Ich sag immer, ich habe lieber eine 3 oder eine 4 in einem Fach, das ich aber gerne mache und liebe und sage, boah, da fühle ich mich richtig, als dass ich eine 1 oder eine 2 habe in etwas, was ich, ebenso. Aber es gibt eben Leute, die können nicht in Anführungszeichen verlieren. Also ich habe schon so Sätze gehört wie, das war eine ehemalige Religionslehrerin, die war auch gleichzeitig Pastorin. Und die hat gesagt, die hat uns mal erzählt, wie sie, boah, wunderbar, und alle Erinnerungspunkte, wie sie angefangen hat zu studieren, hat sie gesagt, wenn sie
sie hat sich damals gesagt, wie sie das Studium angefangen hat. Und Theologie ist ja eines der schwersten Studiengänge. Wenn sie schlechter wie eine 2 ist, dann hört sie auf. Und das ist meiner Meinung nach, bin ich jetzt mit Absicht da in den Virus rein? Und das ist meiner Meinung nach eine sehr falsche, eine sehr, sehr schlechte Einstellung. Und das ist auch nicht vorbildlich, weil, was hätte sie dann gemacht, wenn sie gesagt hat, ja, Theologie, das ist alles das Einzige, was sie machen will. Aber wenn sie schlechter ist wie eine 2, also im Grundstudium, dann hört sie auf. Gut, es kann auch bedeuten, wenn man schon im Grundstudium nicht gut ist, ein Studium wird ja nicht einfacher, das wird ja immer schwerer. Aber was ist denn das für eine Einstellung? Also, das ist so, ja, also, ich will nur vorne dran sein und wenn ich das nicht schaffe, dann gebe ich auf. Das sieht schwer aus. Ja, das sieht wirklich schwer aus, weil jetzt bewegen sich die Erinnerungen auch noch und gehen durch die Portale durch. Ha, viel Spaß. Das erinnert mich an Kinder, die wollen immer die Ersten sein, die wollen immer vorne dran sein, die wollen immer die Schnellsten sein, die wollen immer gewinnen, die wollen immer vorne dran sein, immer vorne dran und können es überhaupt nicht ertragen, mal Zweiter, Dritter oder Letzter zu sein und flippen dann halb aus. Und das ist so, ja, ich glaube, man schätzt die Dinge, für die man wirklich kämpft. Und für die man auch mal, ja, ich will nicht sagen Prügel einkassiert, aber wo man auch mal sich ein blaues Auge holt oder sowas. Oder die man nicht gleich auf Anhieb bekommt, so wie jetzt hier dieses Spiel. Schätzt man viel mehr wie etwas, was sofort funktioniert. Oder wo man vielleicht sogar in Anführungszeichen geschenkt bekommt. Ja? Also ich würde... Ich würde zum Beispiel, also mein Traum ist ja, also als materielle Anschaffung, ist mein Traum ja ein Nahroboter. Da muss man zwischen 5.000 bis 10.000 Euro hinblättern, je nachdem, ob man einen neuen oder gebrauchten will. Ist auch wurscht, aber ich würde den, wenn ich mir den Roboter von Geld kaufe, das ich mir jahrelang zusammengespart habe, und sich die Vorfreude da auch aufbaut und auch die Vorbereitung, weil man bereitet sich vielleicht auch darauf vor, indem man vielleicht sich erkundigt, wie bedient man so etwas oder wie programmiert man so einen Roboter und so weiter und so fort. Blub. Das war jetzt Glück. Was soll ich jetzt sagen? Dann schätzt man doch das viel mehr, wie... dass jetzt jemand kommt und sagt, ach komm, ich kaufe dir jetzt einfach so ein Ding. Zack, na hast es. Und so, ja, so geht's leider sehr vielen Menschen, leider auch leider jungen Menschen, die sind es einfach gewohnt, dass irgendjemand für sie die Arbeit macht. Und die gewöhnen sich dann daran und dann, wenn mal was passiert, dann ist, oh, dann ist es der Schicksalsschlag und ach Gott, jetzt warum sage ich das alles? Es betrifft natürlich, ja, ich bin gleich ins Portal rein, ohne die Erinnerungen einzusammeln, so, pff, was soll's, ich krieg trotzdem Punkte. Das sind jetzt wieder Portale, wo verschwinden, wenn man sie einmal benutzt hat. Worauf will ich jetzt hinaus? Ja, das immer, dass das lebt, dass man nicht irgendwo ankommt. Und ich finde es irgendwie in unserer Gesellschaft, die sehr stark auf Kapitalismus und auf das Ziel, Geld zu verdienen und finanziell abgesichert zu sein, finde ich es so doof, dass wenn man dabei ist. Aber man schätzt dieses Level viel mehr, wenn man es nicht gleich beim ersten Mal schafft, sondern halt auch herausfindet, die Skills herausfindet, ja. Dass ich so falle, dass ich hier nicht gleich, dass ich nicht am Portal vorbei falle. Dass man nicht sagen kann mit 30 oder mit 40 oder 50, ich mache jetzt nochmal was anders. Das ist nicht verboten.
Und es gibt, ich weiß, dass es auch Leute gibt, wo so etwas machen und das auch schaffen. Aber was passiert, wenn ich jetzt... das war zu schwach. Aber es gibt halt auch viele Leute, die das eben, und da zähle ich mich dazu, wo das eben nicht so einfach ist. Ne? Ich finde es halt immer wieder wenn eben sind halt hauptsächlich Frauen, es tut mir leid, dass ich das jetzt so sagen muss, die wo so Mitte 30 oder 40 sind und nochmal eine Berufsausbildung machen oder ein Studium machen und dann das so als Moment, jetzt mache ich mich mal einmal groß. Ich erkläre gleich, was da passiert ist. Das dann so als große Herausforderung und als Leistung verkaufen. Dabei ist da noch ein Ehemann, der das Geld mit nach Hause bringt und der finanziellen Schaden dann da jetzt nicht so groß ist. Während wenn du jetzt eben finanziell auf deinen Job angewiesen bist, da kann ich nichts sagen. Ich gehe jetzt mal 3 Jahre auf die FH und studiere nochmal was und mache nochmal was anderes. Das ist eben nicht so einfach. Ja, aber wie gesagt, also als heute jetzt ein bisschen viel Real Talk. Das sind Sachen, die mich einfach auch nerven und aufregen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit Zyto. Spielt es gerne mal selber. Ja, es ist ein sehr schönes, nettes Rätselspiel. Es ist übrigens jetzt vorhin plötzlich weg gewesen, weil immer wenn ein neues Level wenn ein Level abgeschlossen ist, dann stürzt das Spiel einfach ab. Also es verschwindet einfach, ist weg, peng. Es hat auch nichts mit dem Aufnahmemodus zu tun, weil es ist auch passiert, wie ich keinen Aufnahmemodus hatte. Keine Ahnung, warum das so ist. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr es vielleicht wisst. Wenn nicht, ist es mir auch egal. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ja, bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Tschüss.